Überraschungen müssen nichts Schlechtes sein. Ich persönlich arbeite mit dem Kollegen Tschentscher sehr gut, sehr vertrauensvoll zusammen. Er hat auch ein Herz für Kultur und vor allem auch für Wissenschaft. Das freut mich natürlich ganz besonders. Er ist ein äußerst verlässlicher Kollege und er ist vor allem jemand, der ein ganz hohes Vertrauen genießt, das er sich erworben hat durch eine durch und durch solide Haushalts- und Finanzpolitik. Das ist eine ganz große Posse, die da abläuft. Der Bürgermeister weiß augenscheinlich gerade nicht, was er tut. Bisher haben wir irgendwie den Stillstand verwaltet, jetzt droht Rückschritt. Das kann keine ernst gemeinte Personalie sein oder ein Übergang, das kann auch sein. Wir gucken optimistisch im Herbst, werden eine überzeugende Alternative aufstellen und ich bin mir ganz sicher, dass wir gute Chancen für die nächsten Wahlen haben. Also Herr Tschentscher ist ja bis jetzt nicht sonderlich groß aufgefallen als politisches Schwergewicht in Hamburg. Er hat ja auch ganz knallhart das Prinzip von Olaf Scholz, pay as you go, als Finanzsenator durchgedrückt. Wir kennen ihn eben auch sehr gut aus dem Zusammenhang HSH Nordbank. Da hat er sich auch nicht sehr groß mit Ruhm bekleckert. Zunächst mal kommt diese Personalentscheidung sehr überraschend für viele. Die SPD ist ja offensichtlich in diesen Tagen für Überraschungen gut, wenn es um Personal geht. Herr Tschentscher selbst ist bisher vor allem als Verwalter aufgefallen. Wir sind deshalb sehr gespannt, was seine Impulse sein werden für die nächsten Jahre. Ich kenne Herrn Tschentscher einfach nur als Finanzsenator in der Bürgerschaft und speziell im Zusammenhang mit der HSH Nordbank. Da finde ich, hat er eine gute Rolle gespielt. Aber ob er auf all den Feldern sattelfest ist, auf denen man als Bürgermeister operieren muss, das kann ich schlicht nicht sagen. Ich kann daran aber auch nicht zweifeln. Warum sollte ich? Also ich wünsche ihm alles Gute.